Aber der Orgasmus ist ein in hohem Maße spirituelle Erfahrung. So now then, we're seeing that sexuality is intrinsic to the human and divine experience. Also wenn wir jetzt erkennen, dass die sexuelle Erfahrung dem menschlichen und dem göttlichen innewohnende Erfahrung ist. And that the divine is neither passionless nor sanitized. Und das Göttliche ist nicht leidenschaftslos. Nor passive here. Und auch nicht passiv hier. We're actually all the divine anyway. Wir sind tatsächlich alle göttlich. But in fact, the human and divine parts of us and parts of each other hunger for each other. Und die menschlichen und göttlichen Anteile in uns, die sind hungrig nacheinander. And what we're often hungering for is not necessarily the act of sexual intercourse, though sometimes yes. Und wonach wir verlangen, hungrig sind, ist nicht unbedingt nur der direkte sexuelle Geschlechtsverkehr, aber natürlich auch dies oft. What most of us are hungering for is intimacy. Aber das, wonach die meisten von uns hungrig sind, ist wirklich Intimität. Yeah? Intimacy, companionship, the wonder of having somebody that we can completely trust, can say anything we want to, can be with and feel fine with. Intimität, Partnerschaft, also wirklich Vertrauen zu haben, jemanden mit uns zu haben, dem wir alles anvertrauen können. And how do we find that intimacy? Und wie können wir diese Intimität finden? It's actually our sexuality and sexual energy that gives us that intimacy, even though I'm not talking about people who are intimate together actually having sex. Es ist tatsächlich unsere Sexualität und Sinnlichkeit, die uns diese Intimität ermöglicht. Was nicht heißt, dass Menschen, die auf diese Art intim miteinander sind, unbedingt auch Sex miteinander haben müssen. Used well, our sexual energy, which is enlivening and joyful and quickens up our lives and heals our body and gives a bloom to our skin. Und auf diese gute Weise genutzt, kann die Sexualität wirklich unser Leben erhöhen, beschleunigen, kann uns wirklich reicher machen, kann eine Farbe auf unsere Haut zaubern. Also, because it attracts other energy to it, prevents us from living in isolation and loneliness and a sense of grief and loss for our fellow human beings. Und weil es auch andere Energie zu uns anzieht, verhindert es auch, dass wir ein Leben führen, wo wir isoliert und einsam sind, voller Trauer und nach dem Verlangen nach anderen And Menschen. so it brings us then communion with other people. Also es ermöglicht und bringt dann Vereinigung mit anderen Menschen, And Gemeinsamkeit. communion, of course, gives us a sense of community. Und diese Form von Gemeinsamkeit mit anderen gibt auch ein Gefühl von Gemeinschaft. And so our sexuality and sexual energy then gives us a passion for life. Und so gewährt uns unsere Sexualität dann eine Leidenschaft für das Leben. It's our life force. Es ist unsere Lebenskraft. It makes us alive. Sie lässt uns lebendig sein.